Der Tag von Arafah. Der Tag von Arafah, der Tag, der von vielen Menschen bezeugt wird. Mit dem Aufgehen der Sonne am 9. Tag von Dhul-Hijjah gehen die Pilger alle zu Arafah, damit sie die größte Säule der Hajj vollziehen. Einen Tag, der der gewaltigste Tag ist. Der gewaltigste Tag, der von Millionen von Menschen bezeugt wird. Allah subhanahu wa ta'ala schwört auf diesen Tag, weil dieser Tag viele Vorzüglichkeiten hat, ein sehr hoher Tag ist, sehr viel Wert hat und sehr viel Ehre trägt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und bei dem Tag des Versprochenen und bei dem Zeugenden und bei dem Gezeugten. Das heißt, der bezeugte Tag, das ist der Tag von Arafah, an dem viele Menschen dort sind und diesen Tag bezeugen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies in seiner Aussage genauso deklariert. Und dieser Tag ist besser als die anderen Tage, weil Allah subhanahu wa ta'ala gerade an diesem Tag das Versprechen und den Vertrag von allen Kindern von Adam genommen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat an diesem Tag die Religion vervollkommnet und seine Gnade gegenüber uns und gegenüber dem Propheten und seiner Nation vollendet. Und es ist der Tag, an dem die Sünden vergeben werden. Und es ist der Tag, an dem die Menschen vor dem Höllenfeuer gerettet werden. Und es ist der Tag des Eids, der Tag des Festes für die Leute, die bei Arafah stehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat für diejenigen, die nicht an der Hajj teilnehmen, empfohlen, diesen Tag zu fasten. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, den Tag von Arafah zu fasten, ich hoffe bei Allah auf eine Belohnung, dass er für diesen Tag von Arafah zu fasten, dass er für ihn das ganze Jahr vor ihm an Sünden alles vergibt und das ganze Jahr, was danach folgt, auch alle Sünden vergibt. Und auf dem Berg von Arafah, auf diesem Gebiet von Arafah, stehen die Pilger, gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Sie wenden sich an ihn mit der Dua. Sie sind demütig. Sie sind demütig und bleiben dort bis zum Untergehen der Sonne. Allah subhanahu wa ta'ala prahlt und gibt an bei den Engeln. Bei seinen Engeln prahlt Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen Menschen. Am Abend dieses Tages, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, das beste Bittgebet ist das Bittgebet am Tag von Arafah. Und das Beste, was ich gesagt habe und die Propheten vor mir gesagt haben, ist La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Überliefert von At-Tirmizi.